Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Extended 3. So, heute, meine Freunde, geht's ab. Und jetzt töten wir ein bisschen Lisk und eventuell auch noch hier den die Hercules Beetle. Bin ich auch mal gespannt, was so wird. So, was ist der Lisk? Du bist jetzt überall im Fluss, ey. So, aufgepasst. Das hört sich für die so aus. Das ist ein Vieh, Alter. Oh, das ist so eklig. Wenn uns hier slowen ist. Aber, als ob. Ich könnte ja gleich vor easy mit dem Bogen töten. Lol. Wow. Okay, also, er giftet uns allerdings auch. Das war eigentlich easy. Ich dachte, wäre härter. Und hier. Duf, duf. Doch nicht. Jo. Das war die Hercules Beetle. Weiter geht's. Das nee, war Basilisk. Ja, ich habe Hercules Beetle gesagt, ne? Ja, ja. Ich hoffe, wir müssen noch mal hier. So für morgen, ne? So, was? Ich dachte, es wäre schwerer. Ich habe mich bestimmt daran erinnert, so in den ganzen Dungeons, so, ne? Diese eine Dimension da. Die Ansible End Dimension. Denn da gibt es richtige Spawner von denen, da kommen immer so 5 auf einmal zu, da sind die total hart, aber. Zu alleine ist ja total easy. Ja, Basilisk. Und hier mal gucken, jetzt wie Hercules Beetle so macht. Oh, scheiße. Ender Knight. Okay. Ich will gerne mal die Hercules Beetle auf dem Zeitplan haben. Weil kann ich das irgendwie zusammen mixen. Ich will mal versuchen. Der Hercules Beetle ist schon heftig. Seht ihr, wie es die Luft jagt. Mit dem Bogen. So, der Hercules Beetle natürlich ein Problem. Oh, was war das denn jetzt hier denn? Gut oder was? Hab ich gesehen. Oder Schmetterling oder so, ne? Hätte ich gut, so gut Critical Hits machen, so. Das ist fast ein Eigentor, was ihr hier macht, die Hercules Beetle. Und BAM! Neun Herzen. Aber Mann, ist zu einfach, ey. Und das nächste, ey. Das ist doch jetzt nur noch langweilig hier, ne? Weg beendet, das ist einfach zu langweilig hier. Ach, mal Spaß. Es wird noch krass werden, Freunde. Es wird noch ziemlich krass. Aber erstmal mal die nächsten Dinger hier noch, ne? Die Kämme. Können wir schon was craften? Können wir. Big Battle Handle kann man craften. Finde ich geil, aber jetzt machen wir es am besten aber in der nächsten Folge. Hier noch so Jumpy Bug habe ich, Simons habe ich, Mullendoid tue ich auch, ne? Moffs geht glaube ich nicht, was Risk aber schon, etwas von Nadia. Ich glaube das, die beiden müssen wir glaube ich noch töten, Moffs geht, müssen wir glaube ich rankommen, wieder als Enddimension gibt es die glaube ich. Sollten wir nicht schaffen. Und hier. Brauchen wir den Kraken. Wird aber wohl G3 werden. Aber der hat 1000 Leben, das wäre extrem. Den Wormtooth brauchen wir noch. Davon haben wir durch das Bonneck. Dann Vortex einfach noch nicht. Ultimate Sword haben wir noch. Auch noch, ne? T-Rex haben wir auch noch nicht bekommen. K-Deck glaube ich schon. Und das Sigma Baton gibt durch auch. Jetzt nur noch ein paar Items brauchen wir noch. Oh naja. Am schwierigsten glaube ich hier warten, ne? Der Kraken ist heftig. Der ist OP stark. Ist unglaublich, wie heftig der ist. Seit 1000 Leben, ne? Wir müssen also die paar Attacks hier töten, auf einmal kommt hier so ein Gewitter.
Aber dort am Horizont so ein riesen Ding auf, richtiges Vieh. Ich kann mich noch gut an Extended 1 dran erinnern, ne? Als ich das aufgenommen habe. Ich habe einfach so ein paar Textcodes immer mal getötet, habe ich nichts dran gedacht. Aber ich gewittert das, so ich guck hoch, okay, Güter. Auf einmal ist das so ein riesen Vieh, ne? 1000 Leben. Und das ist One-Hitted mich, das One-Hitted mich. Das ist so heftig. Oh, guck mal hier, 2017. Ach, lol. Wir haben 2017 Durability. Okay. BTF wieder. Und Stinky, das sieht Raptor, Triffid, Sea Viper. Ist nichts, schade. Ich muss denken, das neue, das nächste Ei. Weiß es nicht. Naja. Oh, dann waren wir auf jeden Fall wieder produktiv in der Folge heute. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir jetzt eigentlich bekommen. Und ja. Gut. Dann schauen wir mal. Der Rebound. Sephardom, okay, schön. Könnten wir mit Rücken brauchen. Dafür zweite ist es schon gewesen, wie es auch die Frage extended. Wenn euch gefallen hat, dann lasst eine kurze Bewertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.